Ein herzliches Willkommen zu dem nächsten Live-Let's Play von dem Vermächtnis oder das Vermächtnis der Insel. Wir sind jetzt beim dritten Part angelangt und ich denke mal, es wird auch nicht mehr allzu lange gehen. Ich denke mal, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das jetzt der letzte Part ist. Weil ich glaube, ich hatte irgendwann mal ein paar Screenshots gesehen und das ist jetzt, also wir sind beim Hauptteil sind wir quasi schon durch, wenn ich es richtig weiß. Ansonsten haben wir halt noch ein paar weitere Parts vor uns, aber ich glaube, es ist jetzt ziemlich das Ende. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal weiter. Müsste eigentlich noch gespeichert sein vom letzten Mal, genau. Joa, das ist direkt gleich der Einstieg. Was haben wir denn? Messer, Perlenkette, Schwert. Guck mal, ob ich irgendwas auf den ersten Blick erkenne. Perlenkette. Entwurf, was auch immer damit gedacht. Da ist das Schwert. Das ist der Entwurf. Wir sind alle verflucht. Wir hätten das böse Brett nicht nehmen sollen. Ein Ouija-Brett oder was? Nun ist unser Schiff dazu verdammt, in dieser Unterwassergrotte begraben zu liegen. Wir können nur hoffen, dass jemand unsere Flaschen findet und hierher kommt, um den Fluch zu brechen. Na, bin ich ja richtig, wa? Unsere Seele gen Himmel schickt und unser Schiff mit den Schätzen zum Hafen bringt. Ah ja. Das war nicht der Entwurf. Na gut. So, Wirbel. Was auch immer mit Wirbel gemeint ist. Uhr. Schiff. Hier was Steuerrad. Schiff. Ein Schiff. Keine Ahnung. So, Blume. Nein. Doch. Antenne. Ach, das ist die Antenne, okay. Apfel und Telefon. Telefon, Apfel. Das heißt noch Schiff, Entwurf, Wirbel und Messer. Das ist kein Messer. Da ist ein Schiff. Messer, Wirbel. Ja. Ach, das ist mit Wirbel. Okay, ist das nicht eher eine Trikele oder sowas? Naja, wie auch immer. Entwurf und Messer. Na komm. Okay. So, wo ist das Messer? Messer. Okay, dafür bin ich wieder irgendwie zu beschränkt anscheinend. Messer. Na komm. Hä? What? Ach komm, wieso, ne? Naja, ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, es wäre irgendeine Schleife oder so ein Band, was da runterhängt oder so. Naja, ich sollte der Küstenlinie folgen, um diese Grotte zu finden. Ja. In der Tat. Na, da liegt's ja. Großartig. Ja, ich kann natürlich tauchen, ist ja kein Problem. Muscheln. Das Muscheln sein? Ich. Okay.
weiß nicht, ob das wirklich Muscheln sein. Was zum Teufel ist das da hinten? Hier. Das ist einfach nur so ein schwarzes Ding. Ich glaube, da ist das wird schlecht dargestellt. Das ist irgendein Grafikfehler oder sowas. Naja. Wollen wir mal nicht so päpstlich als der Papst sein hier. Okay, wo ist wie viel? Zwei Stück noch. Da ist schon die Stern. Eins noch, eins noch. Aber weil ich es kann, komm. Ah, naja, gut, okay. Hätte ich auch finden können. Sammle alle Dinge ein, die nicht ins 20. Jahrhundert gehören. Hm, wirklich seltsam, solche ungewöhnlichen Dinge hier zu sehen. Ich glaube, die Göttin hat den Ort damit verflucht. Ich muss sie aufsammeln. Mhm, okay. Gehört denn hier immer noch nicht rein? Zirkel. Ein Wikingerhelm. Taucherflaschen? Tatsächlich. Was ist das? Ein Telefon. Ein Dreizack. Eine Sonnenbrille. Ach, das war's schon. Okay, so. Was kann ich hier machen? Achso, die Sachen wieder sammeln. Handschellen. Periskop. Teleskop. Fisch. Ja. Flasche. Kette. Ding. Tuch. Haken. Aha. Für die extra Hakenhand. So, dann Steuerrad. Waage. Gießkanne. Drachen. Leiter, Stern. Leiter. Boah, die ist aber fies versteckt. So, Stern. Drachen. Seepferdchen, Bohrer, Boomerang, ja, habe ich hier einen Stern schon aufgesammelt? Wo gibt es noch einen? Fisch. Nein. Sombrero. Ach, da ist er, oder was? Okay, ja. So, Boomerang, Stern und Drachen. Boomerang, Stern und Drachen. Ah, okay, ein Flugdrachen. Ja, okay. Winddrachen, wie auch immer. So, dann Stern und Boomerang. Na komm. Oh wow.
Boah, das ist aber echt fies. So, wo ist jetzt der Boomerang? Kann ich in der Küche an der Glocke läuten? Nein. Boomerang. Ja, ja. Wo soll denn hier ein Boomerang sein? Nein. Gar nicht so einfach. Oh wow, okay. Das war schlecht von mir, muss man. Okay, das muss man sagen, das ist wirklich schlecht von mir gewesen. Ich dachte, das gehörte zum Fensterraum dazu. So, was kriege ich jetzt dafür? Ja. Du musst die magischen Kennelemente in einer Box sammeln, um einzutreten. Ah, okay, diese Tetris-Teile hier. Ich bin schon gewundert, wofür die da sind. Na, dann lass mich mal gucken hier. Ja. So könnte man es machen. So geht's nicht. Ja. Aha, okay. Also. Ja, warte mal. Nee, das geht auch nicht. Definitiv nicht. Was gehen würde? Das geht auch nicht. Das ist so einfach. Nicht so ohne das Rätsel hier. Das ist das krüppligste Scheißding hier. Das müssen wir irgendwie loswerden. So. Das funktioniert auch schon wieder nicht. Ja komm, leck mich. Scheibe. Nee. Keine Ahnung. So, Weste. Nee. Sieht ja irgendwie alles gleich aus hier. Ballon. Ballon müsste eigentlich oben schwimmen. Da, um Gottes Willen. So, Maracas. Seltsame Instrumente sind hier. Baseball. Hoffentlich irgendwo nicht ganz, ganz weit hin, wo mega klein ist. Warte mal, da ist die Dartscheibe. Yin und Yang. Landkarte. Kleid. Da ist das Kleid, da ist die Flagge. Schwimmer.
Okay, das soll die Landkarte anscheinend sein. Yin und Yang. Schlüssel. Ja, aber auch dies versteckt. Ach, da Weste. Kaktus, Schwimmer, Baseball. Wo zum Henker ist hier ein Schwimmer? Schwimmer, Baseball. Nee. Da habe ich auch gerade eben hingeklickt. Hä? Okay, da ist der Baseball. Hm. Kaktus. Der Schwimmer würde mich mal interessieren, was das sein soll. Wo ist der Schwimmer? Der würde mich viel mehr interessieren. Was zum Teufel soll das sein? Ich weiß es nicht. Nee. Was ist denn hier als Schwimmer betitelt? Na komm, zeige mir die Offenbarung. Hä? Aha. Keine Ahnung. So, was ist denn hier jetzt los? Es fühlt sich an, als wäre jemand hier, aber ich kann nicht ihn oder ihn oder sie nicht sehen, wie auch immer. Ach, hallo. Du bist wirklich gekommen, meine liebe Annie. Annie, jetzt wo du da bist, meine teure Enkelin, ich bitte finde das Amulett, das die Göttin zufriedenstellt und mich aus dieser Grotte befreit. Damit ich für meine Sünden bezahlen kann. Aber was ist passiert? Warum bist du in diesen Ärger geraten? Wir sind zu dieser Insel gekommen, beladen mit den Schätzen, die wir in den gesunkenen Schiffen gefunden haben. Eigentlich wollten wir uns hier nur für ein paar Tage ausruhen, aber einer der Seemänner hat das indianische Heiligtum entdeckt und nahm das wertvolle Amulett. Als wir dann das Schiff soweit hatten, um nach Hause zu segeln, kam urplötzlich ein gewaltiger Sturm auf, der unser Schiff zurück auf den Strand zerschmetterte. Einfach nur schmetterte, okay. Jeder an Bord verlor dabei sein Leben, meine Seele jedoch wurde Teil des Fluches an diesem Ort gebunden. Erst wenn das Amulett an seinen Ursprungsort zurückgebracht... Was? Erst wenn das Amulett an seinen Ursprungsort zurückgebracht kann, kann ich in Frieden mit dem Rest meiner Mannschaft ruhen. Wenn du das Amulett zurückbringst, wird dieses Schiff freigelassen und du kannst wieder nach Hause reisen.
Du musst einige Meilen weit segeln und dann wirst du in ein befahrenes Gewässer gelangen, wo dir jemand helfen wird, nach Hause zu gelangen. Oh Großvater, ich bin so glücklich, dich noch einmal zu sehen, bevor du für immer verschwindest. Ich werde einen Weg finden, dir deinen Seelenfrieden zurückzubringen. Großartig. So, Pflaster, Würfel. Würfel. Sprühdose. Sprühdose. Anker. Wasserhahn auf jeden Fall schon mal. Säge auch. Anker. Schutzbrille. Da ist der kleine Anker, okay. Netz. Einen Bolzen muss ich wahrscheinlich dann wieder suchen. Keine Ahnung, was das wieder sein soll. Kelch. Da ist der in den Kelch jetzt. So. Schild. Da ist ein Schild. Krebs ist hier drin wahrscheinlich. Kurze Unterbrechung, ich bin gleich wieder da. Und weiter geht's. Eine kurze Unterbrechung, war jemand gerade an der Tür. Habe jetzt nicht weitergespielt oder so. So. Okay. Fernglas. Handschellen. Stern. Da. Was auch immer das ist. Korallen oder sowas? Achso. Hm. Krebs. Wo ist denn der Krebs? Da unten. So, dann würde ich jetzt mal gerne wissen, wo das Pflaster der Bolzen sein soll. Na komm. Okay, so, wo ist jetzt das Pflaster? Eine Feder. Ach, da ist es fast, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Na gut. Attacke. Ich glaube, das ist schon das Ende jetzt. So, tja, kurz und knapp, das war's. gibt's hier sowas wie Credits? Optionen? Nein, okay, also, ja, dann, tja, gut, weiß ich auch nicht. Okay, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen irgendwie und ich konnte euch so ein bisschen so in die Wimmelbildwelt einführen. Ist zwischendurch mal ganz cool. Hat so ein bisschen was Entspannendes und ja, wie gesagt, ab und zu ist es mal ganz cool, zumindest für mich. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hinterlasst und ein Abo oder sowas. Müsst ihr aber nicht. Eure Sache. Würde mir nur zeigen, dass euch die Videos vielleicht auch gefallen. Geht ja im Prinzip nur um das Feedback. Kommentare auch immer gern gesehen. Von daher beantworte ich eigentlich auch immer alle, weil die paar Kommentare, die kommen. Ansonsten, tja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.